Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. Wir spielen wieder einmal ein One vs. One und zwar gegen wieder einen Soldier und zwar diesmal Lorien und wir als die Misty Mountains. Diesmal in den Forts of Galduin. Forts of Galduin. Und wir werden einfach mal schauen, was hier passiert. Also, let's go. Aber die Karte schaut bestimmt... Also ich kann mir die Karte gut vorstellen. Mit so ein paar Flüssen dazwischen oder mit dem einen Fluss dazwischen. Das andere schaut so aus, als ob das so Erhöhungen werden würde. Es gibt nur einen kleinen Durchgang eigentlich, oder? Rein logisch. Arbeitet an eurer Einstellung. So, wir bauen direkt mal die ersten Sachen. Ich bin schon ehrlich gesagt auf das nächste Update gespannt. Mach dich nützlich. Ich bin oben, ne? Yo, es gibt nur einen Hochgang. Alter, chillig. Bedeutet, verteidigen ist hier relativ einfach. Nice. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Haltet euer Werkzeug bereit. Baut! Das macht uns bestimmt die ganze Arbeit so ein bisschen einfacher. Geil. Geil! Finde ich geil. Die Karte taucht mir. Das ist so eine Fort-Verteidigungskarte ein bisschen. Weil du einfach hier zumachen musst, volle Wäsche. Und dann bist du safe. Was natürlich mega, mega nice ist. Das Gebäude ist fertig. Arbeitet dann bauen wir hier gleich nochmal ein paar mehr davon. Ihr wisst, was zu tun ist. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Bereit. So. Mach dich nützlich. Hey, Baumeister, an die Arbeit. Hey, Baumeister, an die Arbeit. Jetzt machen wir hier noch schnell die Schmiede hin und dann können wir direkt mit dem Rest anfangen. Das kannst du auch gut einnehmen, wenn du hier vorne zumachst. Das verstehen wir bestimmt voll uninteressant. Das ist eine sehr interessante Karte. Da kannst du viel überlegen, wie du baust. Jetzt wird der hier drüben fertig. Das Auge beobachtet uns. Noch ein Gebäude. Ihr wisst, was ich zu tun ist. Haltet euer Werkzeug bereit. Du nimmst dir die Ork Lodge hier mal her. Mach dich nützlich. Ihr werdet nicht gefaulenzt. Du baust bitte noch einen von denen. Bau jetzt außenrum überall Holzfäller hin, einfach weil Holz einfach mega geil ist. So, im Lorien bedeutet, ich glaube, die haben die Ends gehabt. Bedeutet, wir können hier auf Feuerbogenschützen setzen ein bisschen. Ich würde das hier drüben dann gerne auch einnehmen. Bedeutet, hier hinten rein und dann hier was bauen anfangen. Dafür brauchen wir natürlich Einheiten. Aber ja, so, wir können auch gleich hier wieder, wie war das, erforschen. Das neue Gebäude ist fertig. Genau, für bestimmte Verbindungen. Das Gebäude ist bestimmten fertig. Ländern. Haltet euer Werkzeug bereit. Wir haben jetzt Bannerträger. Macht dich nützlich. Goblin Cave. Arbeitet an eurer Einstellung. Ihr wisst, was zu tun ist. Wo haben wir jetzt ein Höhlentor eigentlich entdeckt? Macht, was euch befohlen wird. Baut. So, ich hätte gerne mal eine Division wenigstens. Ich investiere zwar gerade dauernd Geld, aber... im Gebäude. Ich bin so ein typischer Bauer. Ich baue erstmal volle Wäsche und dann schaue ich weiter. Luxus. Aber die Lambas bringen gerade nicht so viel, wie ich erhofft hätte. Baut! Nicht so effizient, wie erhofft. Aber natürlich hier geil wieder. Da Goblin. Ist der Feind. Was sollen wir tun? Wir werden das fertig. Klar, das Alter. Yo. Schaltet die mal direkt aus hier, bitte. Haltet die Waage in der Waage. Macht, was euch befohlen wird. Das Segel. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, der Feind greift uns an. Noch mehr Ork-Krieger! Paar stärkere Orks gleich mal. Oh, das könnte aber auch. Noch ein Gebäude fertiggestellt! Das ist das Problem, wenn also Engstellen sind immer gekackt und die nutzen halt nicht wirklich die komplette, deren komplette Angriffsbreite. Und das nutzen jetzt die aus.
Sie greifen das Sägewerk an! Ja, ich weiß. Aber wir haben es geschafft. Das Gebäude ist fertig. Lager, you whelps! So. Die Krieger sind hier. Arbeitet an eurer Einstellung. Ich weiß, ich weiß. Hier für some Action. So, hier für some Action. Was? Mach dich nützlich. Hier gibt es immer Arbeit. So. Ah, da ist ein Höhlentroll. Schau an. Den sollten wir vielleicht dann beseitigen. Why? Everything smells funny. So, aber das schaut alles eigentlich relativ gut gerade vom Stand aus. Noch mehr Ork-Krieger. Zwei Waageinheiten, die sollen dann da drüben laufen und drüben mal erkunden. Dann kommen zwei Ork-Bataillonen hinterher zum Schutz und dann fährt das ein Baumeister rüber. Ist fertig. So wäre im Grunde meine das Idee. Das Gebäude ist fertig. Baut! So. Ah, die Karte ist nicht schlecht. Die Karte ist echt nicht schlecht. Arbeiter! Ihr werdet nicht gefaulet! So. Solange wir dezent Geld kriegen, ist ja alles super. Die Krieger sind hier. Die neuen Waage sehen hungrig aus. Ach, schön. Da sind sie. Das Auge beobachtet uns. The Misty Mountains are ours. Habt ihr das gehört? Los! Alter, what the fuck? Was kommen die Dealer gleich an? Kennt keine Gnade. Los, direkt drauf. Greifen die nicht an? Wir werden das eingefroren wird! Mach dich nützlich! Hey, haltet die Waage im Zaum! Was ist jetzt los? Ich kriege einen Leitwolf. Wir werden auch gleich mal die Hühnchen geupgradet. Das leckt aber schon. Irgendwas ist... Trailer kommt auch noch. Wie als ob sie deren Einheiten absichtlich abschlachten lassen. Aber wieso? So, jetzt machen die mal fertig hier. Für was habe ich Billigeinheiten gekauft? So. Ihr wisst, was zu tun ist. Die interessiert aber null. Das sind Bogenschützen jetzt. Neue Gebäude ist fertig. Arbeit. Die Krieger sind hier. Wir haben eine neue Kluft gegraben. Ah, das, der Vorteil ist natürlich mit den Orks, dass du durch die Größe halt auch, oder durch die Masse, die du machen kannst, einfach weiterkommst. So, ich schicke jetzt die zwei hier nach da drüben. Als ob die die... Als sieht aus... What? Das Gebäude ist fertig. Ah, die werden jetzt beschossen. Geil. Komm, geht hoch wieder. Noch mehr Ork-Krieger. Was? Zurückziehen. Bereit? Bewegt euch!
Sie greifen das Lager an! Sie greifen an! Stellen Muskas! Deliver the Heights to Muskas! Was ist denn jetzt da passiert? Sammeln! Vielleicht gefrorene Soldaten, geil. Oh. Die Waage sind gefährlich! Aufpassen! Wir wären dann fertig. Okay, also hier ist ein Wag. Zeit auf das sind zwei Wagquads, okay. Da brauche ich Speerkämpfer. Sie kommen von überall. Dann brauche ich hier mal Hogwarts. Möchte ich auch mal upgraden und dann kommt das Troll-Layer. Riesen Mountain Giants. Sie greifen den Baumeister an! Wie? Ihr werdet nicht gefaulet! Baumeister wird nicht hier angegriffen. Mach dich nützlich! Alter, wie sie mit dem Bogenschützen daherkommen? Richtige Assis. Wir haben den Mauer erweitert. Was? Greift sie an! Yeah! Wow! Ich dachte, wir sind fertig! Ne, wir bauen hier auch noch einen Turm hin. Dann wird nicht der Eingang auch noch überwacht. Mach dich nützlich! Wir machen so einen richtig schönen Überwachungsbereich, weil ich glaube, dass da noch ein paar Wellen kommen, bevor wir richtig schön angreifen können. Euch verwenden wir dann eh gleich für was anderes. Wir müssen erstmal nicht den Trollerhebel beseitigen. Der geht schon auf unsere Leute los. Lasst unsere Leute in Ruhe. Was ist der schon wieder hin? Ist weg. Das Gebäude ist fertig. Trolli, wo bist du? Die kommen hier nicht durch. Noch ein Angriff, haltet euer Werkzeug bereit. Da haben wir zu viel. Machen wir einfach für. Jetzt mit dem Troll voran. Der hat noch einiges an Leben, aber eigentlich sollten die Speerkämpfe gut sein. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Auch darunter wird, also Orks, denke ich, müssen immer mit Masse überzeugen. Das ist so meine persönliche Meinung. Das Auge beobachtet uns. Denn Orks sind einfach Massentiere. Also sie sind billig und müssen in Masse produziert werden. Das neue Gebäude ist fertig. Sie kommen von überall! Au! Hearts, ready to stick it to him! Sammelt! Sammelt euch! Das ist so eine schlaue Idee, davor zu laufen. Und halb kaputt ist. Wir haben die Höhle erweitert. Macht, was euch befohlen wird. Ihr solltet bitte schon das kaputt machen. Wir haben den Magenbau erweitert. Hier gibt es immer Arbeit. Komm schon hier. Das Gebäude ist fertig. Nimm auch mal keine Windschale. Haltet euer Werkzeug bereit! Bleibt doch mal da, wo ihr hingehört, oben! Das neue Gebäude ist fertig! Macht, was euch befohlen wird! Hier gibt es immer ja, Arbeit! Wir schon. Mach dich nützlich! Ihr habt viel zu tun! Ja, wir haben immer viel zu tun. Hallo, wir sind die Orks. Ihr wisst, was zu tun ist! Das Lager wird angegriffen! Das ist ein richtiger Ork-Vorposten, finde ich. Some smells funny!
Don't let Muska see you slacking off. Perfekt. Murder you worthless coward. Hier gibt es immer Arbeit. Ich könnte nicht mehr so einer einfach auch. Meine Waage, was machen die denn schon wieder? Haltet euer Werkzeug bereit! Jetzt ich hätte gerne mal, wenn wir einmal eine Sekunde Ruhe hätten, dass wir sozusagen mit einem Baumeister schon mal rüberlaufen. Oder halt nach hier hinten. Dass wir den Eingang mal verbarrikadieren können. Dann langsam sozusagen wir haben hier auch. Die Klüfte erweitert! Wir wären dann fertig! Klüfte. Schick. Giant Bat. Holen wir mal zwei große Fledermäuse. Das könnte ja auch interessant werden. Hm, was? Bewegt euch, ihr Maden! So. Dann machen wir die Fledermäuse-Support nachher. Rum. Mach dich nützlich! Sammelt! Sammelt euch! So. Expanded. Oh, schick. So. Wir brauchen halt bloß Kohle. Das ist jetzt gerade wieder so ein bisschen problematisch, aber... Arbeitet kriegen wir schon eure hin. Einstellung! Baut! Ihr werdet nicht gefaulet! Aber sicher hier irgendwo. Ach komm, als ob ich hier hinten nicht bauen könnte. Ist ja voll die Verarsche. Ach komm, Mann. Jetzt halt hier noch eins hin. Jetzt geht es eher um die Menge, die wir hier bauen können. So. Jetzt wird hier ein Turm gebaut. Einfach auch zur Übersicht. Wir brauchen dann eine Giant Bat. Eine ist schon da. Wir haben das Schatzlager erweitert. Zwei noch. Das ist vielleicht gar nicht doof. Weil, was sollen sie machen? Hier steht halt doch ein Heer. Klar, sie können jetzt mit den guten Einheiten kommen, aber aktuell, glaube ich, ist das noch nicht so der Fall. Und ich kann halt doch mit Masse sie lang durchhalten, weil überlegt mal, die Dinger kosten 65. Da könnte ich jetzt schon 10, fast 30 Einheiten, 20 Einheiten produzieren. Ohne, dass ich halt in Geldmangel komme. Das neue Gebäude ist fertig! Noch ein Gebäude fertiggestellt! Sie haben es dann direkt beschossen. Vielleicht doch so ein ganz kleines Problem, ne? Macht, was euch befohlen wird! Baut! So, die Übergänge werden jetzt gemacht. Der Feind greift uns an! Wir haben versucht reinzurennen, aber es interessiert mich halt so null. Hier sind die Speerkämpfer, die kriegen auch auf die Fresse. Komm schon! Wir werden dann fertig. Brauchen meine Betty Bats. Mark Scouts. Horror of Grum. Limited to one. Soll ich mir davon mal holen? Oder wir können mal hier. Northeastern, Bat Swarm, Gundabad, Northwest. Tun wir uns Goblin Town anschließen. Ach, wir machen die anderen. Wir haben kaum noch Rohstoffe. Kaum noch Rohstoffe. Wie kostet denn der Scheißanschluss? 1500. Das haben wir gleich. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Das sollte uns nicht daran hindern, dass wir sowas machen können, weil dann können wir Goblin Town Einheiten ausbilden und die sind halt wirklich billigst. Ich wette nicht davor, dass wir drüben dann ein paar Goblin-Teile und dann halt voll ihn nur reinrennen. Also hier wirklich hier rüber und einfach hoch. Nur hoch. Noch mit den ein billigsten Gebäude Einheiten. Fertiggestellt. Jetzt können wir sie bauen. Nice. Mal 10 Einheiten davon herstellen. Weil die sind ja leider doch teurer. Aber die Waage sollten gegen die nichts durchführen können. Das ist halt der Vorteil. Eine gute Einheit, um jetzt das zu machen. Haltet euer Werkzeug bereit. Wir haben die Festung erweitert. Ihr wisst, was zu tun ist. Bis jetzt hat auch die Feinde noch nicht interessiert.
kann ich jetzt speziell noch machen? Der Feind. Was sollen wir tun? Oh, diesmal mit Held sogar. Welchen haben sie denn dabei? Das sind mehr, wo wir herkamen. Das können wir auch sagen. Das Lager an. Ja, es wirkt auf ihn auch. Geil. Dann schicken wir die mal hier drüben. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.